So Infotainment-Projekte, damit bin ich gerade wieder in Deutschland unterwegs, auf Bildungstour, in Schulen auf jeden Fall. Auch durch die Corona-Situation sind wir ein bisschen reduziert, machen Bildungsveranstaltungen. Ja, so 50 bis 70 SchülerInnen haben wir aktuell am Start und wir thematisieren das Thema Migration, Flucht und Asyl in Deutschland, aus Deutschland heraus, aber auch nach Deutschland hinein. Also ganz verschiedene Perspektiven, reisen zusammen mit Mario Röllig, den Zeitzeugen, der quasi eine DDR-Fluchtgeschichte dabei hat. Und ja, bereisen gerade NRW und schauen uns dort ja mit den SchülerInnen zusammen die verschiedenen Inhalte an. Und ja, darum geht Fluchtpunkte und viel Spaß dabei bei diesem Artikel.